Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Ihrem Tischtennismagazin. Herzlich willkommen hier bei uns bei Topspin. Ein Highlight haben wir heute hier bei uns im Programm, und zwar die Pokalbegegnung des Deutschen Tischtennisbundes Werder Bremen gegen Borussia Düsseldorf. Wer es noch nicht weiß, und das werden nicht sehr viele sein, Borussia Düsseldorf ist die erfolgreichste Vereinsmannschaft im Tischtennis weltweit. Also ein reines Glückslos für Werder Bremen oder vielleicht doch eine Hürde, die etwas zu groß ist. Wir schauen uns mal an, wie sich unsere Grün-Weißen in dieser Partie gegen den absoluten Favoriten aus Düsseldorf geschlagen haben. Herzlich willkommen zum Saisonauftakt in der Hemlinger Straße, verehrte Zuschauer. Für Tischtennisverhältnisse eine ungewohnt große Kulisse. 220 Zuschauer aus Bremen und umzu auf der Tribüne. Kein Wunder, denn kein Geringerer als der Mannschaftsweltmeister Borussia Düsseldorf gibt sich die Ehre. Ihr Team ist wahrscheinlich Außenseiter, ne? Sehen Sie das ähnlich? Wir sind Außenseiter. Ich habe vor einigen Tagen mit der Firma Jola kontaktiert und sagte mir der Prokurist Theo Zahn, oh, da habt ihr eine kleine Chance. Und die Spieler, muss man sagen, von Werder, die sind sehr ehrgeizig heute. Ich habe mit denen schon ein bisschen gesprochen und sie sind hoch motiviert und hoffen, dass sie hier und da eine kleine Überraschung schaffen können. Generell muss man sagen, ist Düsseldorf Favorit. Aber trotzdem sollten wir versuchen, ein oder zwei Punkte zu kriegen. Man muss wissen, Bremen gehört zu den absoluten Top-Teams in der zweiten Liga, peilt mit Weidmar Mundscheid, so schätze ich das, einen Aufstieg an, hat die erste Pokalrunde souverän gemeistert. Und wir haben ja in diesem Jahr eine ganz, ganz junge, unerfahrene Truppe. Zudem sind wir verletzungsbedingt geschwächt. Wir sind gar nicht mit der bestmöglichen Mannschaft hier. Magnus Molin, unsere Nummer 1, wird erst Ende September wieder spielen können. Und von daher erwarte ich hier einen ganz heißen Pokalkampf. Soweit die Stimmen der beiden Manager. Tio Hahn startet an 1 für Düsseldorf, Michael Mays an 2, Shootingstar Bastian Steger an 3. Der aktuelle Nationalspieler Lars Hilscher sitzt auf der Bank. Mehrfacher deutscher Mannschaftsmeister und Trainer Andreas Preuß. Premiere Werders Nummer 1 Mats Sørensen aus Dänemark. Aus Shanghai Hongyang. Aus Toasted Kai-Endro Greil. Nach 17 Jahren ein neuer Verantwortlicher, Sascha Greber als Teamchef. Und Trainer Dirk Jenke. Die erste Begegnung lautet Hongyang gegen Tiao Han. Andreas Preuß stellt den Düsseldorfer Spitzenspieler vor. Tiao Han? Ja, ist die Überraschung schlechthin, hat im ersten Bundesligaspiel 2 Punkte gemacht. Er ist noch ein sehr, sehr junger Mann aus China, ein ganz großer Kämpfer, ein super Typ für die Mannschaft, der die Jungs unterhält, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Ganz großer Kämpfertyp, Probleme im Rückschlagbereich noch. Er hat wenig Wettkämpfe gespielt im letzten halben Jahr, das merkt man ihm noch an. Aber ich schätze ihn von seiner Spielstärke her fast so ein, dass er zurzeit unsere Nummer 1 und Nummer 2 ist. Eine Kuriosität nebenbei bemerkt, durch die Auslosung kamen alle drei Nationen gegeneinander. Das heißt, die beiden Chinesen bilden den Auftakt. Und es sollte das Spiel des Tages werden. Nach verlorenem ersten Satz gleicht Brems Hongyang im zweiten Satz aus. Und auch im dritten Satz gibt der frisch verheiratete Shanghai-Chinese Hong alles. Sie können es jetzt hervorragend beobachten. Durch seine guten Aufschläge kommt Hong sehr gut ins Spiel. Doch Chiao Han hält dagegen und als Penholder-Spieler muss er natürlich versuchen, sofort den ersten Ball reinzuhauen. Topspin gegen Topspin am Tisch. Hongyang offensiv. Nun ist gut zu erkennen, wie gefährlich Hongyangs Aufschläge sind. Der erste geht ins Netz. Und der zweite, warten wir es mal ab. Weit über den Tisch geschlagen, ein Aufschlag ohne Schnitt.
Es wird ja nicht mehr bis 21, sondern nur bis 11 gezählt, verehrte Damen und Herren, die es noch nicht so mitbekommen haben. Und da sind zwei direkte Aufschläge natürlich schon ein Plus. Neun zu sechs im dritten Satz. Es geht jetzt auch über drei Gewinnsätze, das heißt maximal werden dann fünf Sätze bis 11 gespielt. Ja, da wollte er ihn direkt auf die Rückhand ziehen, sehr riskant. Elf zu elf im dritten Satz. Dies entspricht in etwa dem 20 Beide von früher. Der Ball tickt auf die Netzkante, Pech gehabt und drüber, 11 zu 12. Sehr schön lang in die Vorhand gespielt, unerreichbar und das freut auch den Vorstand des Vereins. 12 zu 13 und nun die hervorragende Beinarbeit von Hong Yang. Fantastisch. 13 Ausgleich. Punkt durch einen Netzball. Da entschuldigt man sich gemeinhin. Und wieder ein direkter Punkt durch einen Aufschlag. Hong Yang für 2 zu 1. Wer hätte das gedacht? Wir machen nun einen Sprung in die Endphase des fünften Satzes. 10 zu 6 führt der Düsseldorfer Chinese. Und Xiao Han setzt sich mit einem gefühlvollen Topspin durch. 1 zu 0 für die Rheinländer. Ja, ich glaube, wenn man einen so hochklassigen Tischtennissport sieht, wie hier in diesen ersten fünf Sätzen mit den neuen Regeln, die ja sicherlich auch was zur Spannung beitragen, dann müsste ich sagen, eigentlich schade, dass die Halle nicht ganz voll ist. Sie ist ja ganz gut besucht, aber es ist ein toller Sport, den wir hier zu sehen bekommen. Die neuen Regeln, Sie haben es gerade angesprochen, die machen den Sport noch schnelllebiger, noch interessanter, glaube ich, für den Zuschauer. Ja, ich denke aber, man hat es gemerkt an unserem Hong, dass man sich auch doch erst auch warm spielen muss. Wer schneller drin ist, hat natürlich einen riesen Vorteil. Aber ich finde, das hat er toll gemacht, auch wenn er im dritten Satz nachher verloren hat. Also das ist schon gut, zweite Liga gegen erste Liga, fast wie beim DFB-Pokal. Der dänische Neubremer Mats Sørensen trifft im zweiten Spiel des Tages auf Michael Mays. Beides sind Nationalspieler. Das heißt, beide kennen sich gut. Eine kurze Spielerbeschreibung von Andreas Preuß. Also Michael ist generell ein Spieler, der schnell mit einem starken Aufschlag die Punktentscheidung sucht. Er ist also nicht jemand, der sehr lange Ballwechsel liebt. Hat ein enormes Potenzial, ein Riesentalent. Seine Schwächen liegen sicherlich bisweilen im mentalen Bereich. Das heißt, liegt er zurück, dann fällt es ihm oft sehr, sehr schwer, noch zu kämpfen, Spielstände umzubiegen. Hat aufgrund eines Draufhalts in der Familie auch so ein bisschen so seinen Kopf verloren, in den letzten Wochen wenig trainiert. Hat sicherlich jetzt noch schwer, denn er ist am Anfang der Saison und noch nicht so ganz gut in Form. Nach dem Spiel der beiden Chinesen, also nun zwei Dänen gegeneinander. Favorisiert ist ganz klar hinten im Bild Mats Sørensen, der auch in der Weltrangliste viel höher positioniert ist. Auffällig wieder zwei Linkshänder, wie auch im vergangenen Spiel. Klar zu erkennen, wer zuerst angreift, hat die besseren Chancen. Zwei Angriffsspieler, die sich sehr gut kennen. Der Ball wurde ja vergrößert von 38 auf 40 mm. Sinn der Sache sollte es sein, längere Ballwechsel zu erzielen, aber rausgekommen ist leider nichts dabei. Den ersten Satz gewinnt der Düsseldorfer Mays mit 11 zu 5. Ziemlich klar. Da fragt man sich natürlich bei der neuen Regel, wann ist eigentlich Schneider? Schneider, verehrte Zuschauer, das sagte man ja früher, wenn man 21 zu 11, also ganz klar und höher gewonnen hatte. Doch jetzt haben wir diesen schönen Ballwechsel verpasst. Für Sie noch einmal in Zeitlupe. Ein gefährlicher Aufschlag und platzierter Rückhand-Topspin. Yeah.
Gut zu sehen, Michael May spielt mit Köpfchen und Auge. Genauso klar wie im ersten gewinnt er im zweiten Satz mit 11:5. Tja, Mats Sørensen war an dem Tag nicht so mit sich zufrieden. Doch bei jedem neuen Satz werden die Karten ja neu gemischt. Und Mats kommt immer gut ins Spiel, wenn er angreift. 3:1, vielleicht die Wende. Tja, das darf er natürlich nicht machen. Lang geschupft in die Vorhand, eine Einladung zum Topspin. Klug gespielt, Mats hat's gesehen, Mays stand etwas auf dem falschen Bein. 3:4 und dadurch, dass der Aufschlag alle 2 Punkte wechselt, erhält das Tischtennisspiel eine ganz andere Dynamik. 4:4. Aufschlag Sørensen. Und ein Topspin, der eigentlich schon ein Endschlag ist, zur 6:4 Führung. Aber Michael Mays bleibt mit einem Rückhand-Topspin dran. Schlauer Aufschlag, aber der Ball springt an die Kante zum wiederholten Male. Es bleibt knapp im dritten Satz. Und Mats gibt alles, um dran zu bleiben. 7:7. Dann 8:10. Matchball für den Düsseldorfer. Misslungener Gegenzieher am Tisch und Michael Mays gewinnt 3:0. Hättest du vielleicht lieber gegen den Chinesen gespielt als gegen deinen Landsmann? Ja, bestimmt. Ich habe noch nie gegen ihn gewonnen und verliert normalerweise ganz groß gegen ihn. Das haben wir auch heute gesehen. Und es passt mir richtig schlecht, gegen ihn zu spielen, weil er kennt meine Aufschläge und mein Spiel so und das weiß er auch. Also. Spiel Nummer 3, Shooting Star Bastian Steger aus der Regionalliga direkt ins kalte Wasser, erste Bundesliga.